Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr so viele Punkte wie nur möglich in der zurzeit letzten angekündigten Duo-Gym erholen könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr natürlich gerne ein Abo da, schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt euch auch gerne meinen Creator-Code TheAircraft im Itemshop ein. Ich werde auch in diesem Video nicht jedes einzelne Thema wieder ansprechen, was ich auch schon in vorherigen Videos angesprochen hatte. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch das Video anschaut, was ich zur letzten Dreamhack gemacht hatte. Denn wir werden uns heute auf deutlich wichtigere Themen konzentrieren und ich würde sagen, wir beginnen direkt auch mal mit dem ersten Thema, und zwar ist es die Meta in Season 5 und das basiert natürlich auf unterschiedlichen Elementen. Als erstes geht es mal mit den Waffen los und da gibt es natürlich zurzeit erstmal als wichtigstes die vier Shotguns, die wir im Game haben, die Charge Shotgun, die Dragon's Breath Shotgun, die neue Action Lever Shotgun und dann noch die Tactical Shotgun, und dort sind tatsächlich alle Waffen relativ stark, also es gibt jetzt keine, die extrem schlecht ist, keine, die extrem krass ist, sondern es ist mehr so teilweise Personal Preference. Ich würde aber sagen, die stärkste Waffe ist overall die Charge Shotgun, dann kommt die Action Lever Shotgun und dann kommt als letztes die Tag Shotgun, und die Dragon Breath Shotgun würde ich immer so ein bisschen außen vor sehen. Es ist immer eine Second Shotgun und man kann die immer nicht nur eine einzelne Dragon Breath Shotgun spielen, aber falls ihr die Dragon Breath Shotgun spielen könnt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die mitzunehmen. Gerade in den ersten Runden zum W-Keen extrem praktisch, später in den Stacktagen Games würde ich euch das nicht mehr empfehlen, die Dragon Breath Shotgun mitzunehmen. Trotzdem, falls ihr auch da noch in den Stacken Games gut mit klarkommt, nehmt ihr natürlich mit. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Charge die beste Waffe ist, da man da ganz einfach den meisten Damage rausholen kann. Man kann eigentlich mit jedem Shot mehr als 100 Damage machen, 150er, teilweise sogar 200er Pumps drücken, und das ist wirklich extrem strong. Die Tag macht eben halt teilweise sehr, sehr unconsistent Damage. Das heißt, wenn man da nicht ganz perfekt drauf ist, dann macht man da wirklich nicht genug Damage. Man kann natürlich gut in Boxen rein W-Keen, und wenn das genau euer Spielziel ist, ihr insbesondere immer Controller-Spieler seid, dann kann das eventuell auch eure perfekte Waffe sein, und die Action Lever ist im Prinzip genauso dazwischen. Man kann oder sollte immer nicht unbedingt damit direkt in Boxen reinpushen, solange man immer nicht eine vernünftige AE hat. Also wenn man nur eine AK hat, sollte man beispielsweise nicht damit reinpushen, aber wenn man eine AE hat oder eine SCAR hat am besten, dann kann man auf jeden Fall in Boxen damit reinpushen, und man kann damit auf jeden Fall sehr, sehr gute Shots drücken. Was ihr dabei bedenken müsst, ist, dass die Shotgun eine relativ lange Zeit hat, bis man damit überhaupt schießen kann. Das heißt, falls ihr von einer anderen Waffe auf die Action Lever Shotgun rauf switcht, dann braucht ihr erstmal so eine gewisse Zeit, bis das Fadenkreuz weiß wird, und dann könnt ihr erst schießen. Das heißt, falls ihr euch fragt, warum die manchmal nicht schießt, dann liegt es ganz einfach daran, dass sie eine sehr, sehr lange Ausrüstzeit hat, und das müsst ihr halt einfach im Muscle Memory drin haben. Das heißt, falls ihr die auch nicht vernünftig spielen könnt, falls ihr da nicht dieses Muscle Memory drin habt, dann würde ich euch auch nicht empfehlen, die zu spielen. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Waffe. Insgesamt würde ich aber trotzdem die immer noch unter die Charge Shotgun stellen. Ansonsten würde ich auch zurzeit sagen, dass er eher auf jeden Fall stärker ist als die AK, weil man ganz einfach vor allen Dingen in Dreamhack sehr, sehr gut lasern kann im Endgame, und das kann man einfach nicht so gut mit AK machen. Ansonsten Sniper auch zurzeit würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr die gut spielen könnt. Wenn ihr insbesondere im Duo eben halt einen habt, der God-Sniper ist, dann sollte der immer eine Sniper mit carryen, denn insbesondere in späten Runden, wenn Storm Surge kommt, sehr, sehr wichtig, und ansonsten kann man auch so viele easy Snipes treffen. In den ersten Runden laufen die Spieler meistens auch nicht so wirklich gut herum, laufen dann meistens relativ straight, da könnt ihr easy Snipes treffen und holt euch damit immer halt auch wirklich sehr, sehr easy Kills. Ansonsten solltet ihr auch immer Double Heal mitnehmen. Es gibt ja jetzt auch kaum keine wirklichen Rotation-Gegenstände mehr. Deshalb, falls ihr an einem Spot seid, wo ihr sehr, sehr viele Fische farmen könnt und da relativ viele Zero-Point-Fische haben könnt, dann würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr die mitnehmt. Aber es gibt halt relativ wenige Spots, wo man wirklich genug Fishing-Spots hat, um genug Zero-Point-Fische zu sammeln. Deshalb lohnt sich das meistens nicht, und man sollte dann eher Double Heal mitnehmen. Am besten eben halt so etwas wie Minis, Big Pots, Flopper, Slurp-Fische oder eben halt die Shieldfische. Chuck Splashes gehen auch auf jeden Fall noch, also gerade wenn man eben mal das als dritten Heal-Slot vielleicht sogar benutzt, dann kann man das auf jeden Fall ebenfalls mitnehmen. Versucht einfach darauf zu achten, dass ihr diese ganzen guten Waffen immer bekommt, und da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt, und zwar den Landing-Spots, denn sie sind natürlich ganz, ganz entscheidend dafür, dass man all diese Waffen und all diesen ganzen Loot bekommen kann, und wenn man eben mal diesen Loot nicht vernünftig hat, hat man im Prinzip kaum eine Chance, als mittelmäßiger Spieler Fights wirklich gut gewinnen zu können, und vor allen Dingen wird man eben mal deutlich schwieriger W-Keen können, und deshalb sind die Landing Spots immer sehr, sehr essentiell. Ich hatte euch auch schon mal zu drei sehr, sehr guten Landing Spots ein Video hochgeladen, aber insbesondere, was immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man viel Gold bei den Landing Spots hat, denn mit diesem Gold kann man ganz easy zu den Bots gehen, beziehungsweise NPCs gehen und dort seine Waffen upgraden. Man spawnt hier mittlerweile mit 50 Gold drin, das wird auch in Dreamhack genauso sein, und man kann immer durch Quests, wie zum Beispiel eine Bounty Quest, 150
50 Gold farmen. Die Tresor-Spawn-Rate wurde, glaube ich, auch etwas erhöht. Das heißt, wenn ihr einen Tresor öffnet, bekommt ihr auch 150 Gold. Könnt dadurch sehr, sehr leicht natürlich eure Waffen upgraden. Von blau auf episch kostet ein Upgrade 145 Gold. Das heißt, wenn ihr das farmt, im Prinzip eine Bounty einmal macht, dann könnt ihr sogar insgesamt von einer grünen auf eine lilane Shotgun upgraden. Und das insbesondere, wenn ihr eben halt bei einer Charge upgradet, ist es ein extremer Unterschied zwischen einer grünen und einer epischen, weil ihr eben halt 200er Pumps drücken könnt, ihr einen Bullet mehr in der Waffe habt. Also da lohnt es sich wirklich ganz, ganz extrem. Ansonsten auch, wenn ihr sehr, sehr viele Leute habt, sehr, sehr häufig Bounties durchcyclen könnt, dann habt ihr teilweise wirklich einen Loot mit einer Scar, mit einer Shotgun. Teilweise geben die Bots hier auch entweder als Challenging Quest eine P90 oder so, oder man kann alternativ auch bei manchen direkt für 96 Gold oder so irgendwas in dem Dreh dann auch direkt so eine Waffe kaufen und muss dann nicht mal irgendeine Waffe upgraden, wodurch dann teilweise wirklich mit Full Epic Loadout aus solchen Cities rauskommen kann. Und eben halt, wie gesagt, solche Spots, die ich euch in dem Video gezeigt hatte, wie Dirty Dogs, wo dann auch extrem viele Kisten sind, Fishing Spots sind, dann habt ihr dort eben halt auch genug Heal. Und wenn ihr von dort aus ausgeht, dann könnt ihr eben halt sehr, sehr easy W keyen. Generell wird, glaube ich, die beste Strategie für die meisten sein, dass man eben halt nicht von Anfang an W keyt, also nicht in Salty Towers oder so landet, weil man dort halt wirklich nicht den besten Loadout bekommt. Dort könnt ihr landen, wenn ihr der krasseste Spieler seid, wenn ihr auf einem Level wie Vadeal, nur Rayleigh oder so seid, dann kann man das natürlich machen, aber als Casual-Spieler oder als Semi-Pro kann man das eben halt nicht machen und von dort aus wird man wahrscheinlich die erste Runde oder so nicht wirklich gut spielen können und deshalb empfiehlt es sich ganz einfach mehr eben halt in Orten wie zum Beispiel Dirty Dogs zu landen, dort die 1-2 Early-Game-Duos eben halt zu killen, dass man dort eben halt wirklich einen God-Loader draus hat und eben halt paar Kills vielleicht dann mitnimmt und eben halt so häufig wie nur möglich diese Early-Games dann am Ende auch überlebt. Denn letztendlich ist DreamHack ein Tournament, was extrem viel auf Consistency beruht und wenn er consistent einfach im Endgame nur sterbt und eben halt ansonsten dauerhaft Early Games durchkommt, richtig schön viele Placement-Punkte mitsammelt, immer in den Runden so 5 bis 10 Kills sammelt, dann könnt ihr da auf jeden Fall gut placen und wenn man eben halt alleine schon 5 Kills im Early Game hat, dann vielleicht noch 5 Kills irgendwo im Midgame holt, dann kann man da auf jeden Fall ganz gute Kills dann auch noch im Endgame rausholen, vielleicht sogar eine 20 Bomb insgesamt droppen und so kommt man auf jeden Fall im Ranking ganz gut hoch. Der Vorteil bei dieser DreamHack ist ja auch außerdem noch, dass man tatsächlich 3 Qualifications hat, das heißt man hat 3-mal die Chance eben halt das Ganze zu machen und da wird eben halt nochmal mehr Consistency belohnt. Wo wir schon direkt beim Thema W-Keen sind, geht es dann natürlich auch als nächstes einmal auf die Rotations ein, die man nehmen sollte und gerade in den ersten Runden hat man ganz häufig die Situation, dass man sehr viel gethirdpartied wird, teilweise eben halt in Fights landet, wo 3-4 Duos miteinander gleichzeitig fighten und in diesen Fights ist halt die Chance, dass man stirbt, relativ hoch und deshalb sollte man solche Fights im besten Falle natürlich vermeiden und deshalb würde ich euch empfehlen, dass ihr eher versucht, Deadside Rotations zu nehmen, beziehungsweise so schnell wie möglich versucht, in die Mitte der Zone zu kommen, denn dort sollte eigentlich immer relativ uncontested, dort kommt vielleicht mal ein Duo vorbei, was ihr easy beamen könnt, versucht dann eben halt wirklich auch auf die ersten Beams zu gehen, das heißt, sobald ihr die Gegner seht, geht als Duo rauf, macht einen 3-2-1 Counter und dann versucht eben halt die Gegner am besten für 100 Damage oder so zu beamen, dass ihr danach immer den einen instant pushen könnt, mit 2 Tag-Shots oder so instant killen könnt, damit ihr danach immer instant 2 2v1 haben könnt und dann könnt ihr nämlich auch easy den Gegner am Ende clappen. Und so habt ihr dann einfach die beste Chance, den Gegner am Ende zu killen und vor allen Dingen auch insgesamt dann natürlich das ganze Duo zu killen und so könnt ihr relativ easy Fights farmen und wenn ihr vor allen Dingen nicht lange für solche Fights braucht, wie gesagt, dadurch, dass ihr euch auf einen einzigen Gegner fokust, nicht auf beide gleichzeitig irgendwie geht, einen am besten vorher beamt oder eben halt sniped, wenn ihr das macht, dann werdet ihr die Fights schnell beenden können, wodurch eben halt die Chance geringer wird, dass euch eben halt andere Leute W-keyen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn ihr in der Mitte der Zone seid, dass ihr deutlich kürzere Rotations habt, nachdem ihr eben halt einmal dort in der Mitte der Zone seid. Dort könnt ihr nämlich ganz easy auch wieder in die nächste Zone sehr, sehr früh rotieren und habt eigentlich immer das beste Positioning, könnt von dort aus sehr, sehr easy auf Kills gehen und wenn ihr eben halt dann irgendwo dauerhaft am Rand der Zone seid, dann werden dort eben halt zum einen natürlich, wie gesagt, sehr viele Gegner sein, wodurch ihr sehr, sehr häufig Stormholdet werdet. Ansonsten werdet ihr generell natürlich viele Third-Party-Fights haben und teilweise würde euch halt einfach die Zone dauerhaft einholen. Ihr habt dauerhaft natürlich diesen Druck, dass die Zone euch einholt und wenn ihr in Center Zone seid, dann habt ihr da einfach deutlich bessere Chancen für. Um in den Cup aber was reißen zu können, sollte man auch in jedem Falle einfach W-keyen, weil ohne W-keyen einfach zu wenig Punkte am Ende dabei rauskommen, selbst wenn man konsistent dauerhaft immer wirklich weit in die Runden reinkommt. Gerade in späteren Runden hat man sehr, sehr gute Gegner und deshalb muss dann auf jeden Fall W-keyen. Aber wie gesagt, geht nicht
dumm auf W-Keys, sondern versucht wirklich einfach mit den Möglichkeiten, die ihr habt, euch so gute Ausgangssituationen zu erstellen, wie nur möglich, wie zum Beispiel immer gute Rotations, Meta gut verstehen, dass ihr guten Loadout habt und so weiter. Wenn ihr das alles beachtet, dann habt ihr schon sehr, sehr gute Ausgangssituationen, wodurch ihr deutlich leicht W-Keyen könnt, auch wenn ihr vielleicht ansonsten nicht die Besten im W-Key seid. Dann gehen wir als letztes nochmal auf die generelle Spielweise von der DreamHack ein, also wie man die Runden spielen sollte. Und da gibt es natürlich als erstmal die Strategie, dass man natürlich late startet. Kann man auf jeden Fall machen. Mittlerweile machen das aber relativ viele, wodurch es dann immer nicht mehr so lukrativ ist, Spiel zu starten, weil man dort halt auch gegen gute Gegner trifft und dort dann auch nicht wirklich eine bessere Chance hat. Deshalb würde ich euch eher empfehlen, wirklich einfach früh zu starten, dann immer die maximale Zeit rauszunehmen. Und wenn ihr dann eben halt am Anfang ein paar Runden reingechoked habt, dann macht am besten einfach eine Pause. Das ist das Beste, was ihr eigentlich machen könnt, weil ihr danach nämlich einfach einen Refresh habt, also einen Brain Refresh habt. Am besten geht auch einfach von eurem PC weg, macht eine halbe Stunde oder so Pause, esst vielleicht sogar etwas in der Zeit dazwischen. Am besten natürlich nur etwas Kleines in der Zeit dazwischen essen, weil ihr ansonsten natürlich nicht mehr so gut spielen könnt. Aber versucht auf jeden Fall, falls ihr am Anfang ein schlechtes Mindset habt, 3 Runden hintereinander gechoked habt, versucht einfach ein bisschen weg vom Game zu kommen und danach das Ganze im Prinzip zu restarten, denn dann habt ihr eben halt locker eben halt wie den Late Starter eben halt sehr, sehr schlechte Gegner und könnt ihr mal easy eine W-Key-Runde holen. Und selbst wenn ihr in den letzten 3 Runden noch wirklich sehr, sehr nice Runden habt, wenn ihr jemand am Anfang ein bisschen zumindest euch schon so ein Punktepolster aufgebaut habt, dann wie gesagt in den letzten 3 Runden noch komplett Pop auf, könnt ihr auch locker noch euch qualifizieren. Also das geht auf jeden Fall. Und am Ende versucht einfach wirklich so viele Punkte dabei rauszuholen wie nur möglich und seht gar nicht so oder sweatet gar nicht so sehr auf den Qualify. Denn wenn ihr das zu viel im Auge habt, dann werdet ihr am Ende auch solche dumme Entscheidungen machen, wie zum Beispiel eine Runde maximal W-Key. Da werdet ihr nämlich relativ dumme Entscheidungen machen, wenn man dauerhaft immer das im Kopf hat, dass man Top 250 placen muss am Ende, dort auf die Punkte im Kopf so hat. Dann wird man eben halt zum Beispiel solche Entscheidungen machen, wie dass man eben halt, wenn man 10 Minuten hatte und 3 Runden noch hat, dass man dann eben halt zweimal hintereinander W-Keyt und dann am Ende eben halt für die letzte Runde nur ein schlechtes Mindset hat, wodurch man eben halt auch dann noch seine dritte Runde choked und dadurch dann eben halt in den letzten 3 Runden teilweise 0 Punkte holt. Das ist ein Fehler, der sehr, sehr vielen Leuten passiert und deshalb versucht nicht irgendwie auf W-Key-Runden extra zu gehen, wenn ihr am Ende des Tournaments seid. Sprecht euch am besten im Duo auch schon vorher ab, wie viel ihr W-Keyen wollt, wie ihr ungefähr eure Rotations machen wollt und dann haltet euch wirklich an diesem Plan und weicht nicht davon ab, wenn ihr zum Beispiel close for Qualify seid, weil ihr dann nämlich am Ende insgesamt nur weniger Punkte haben werdet und euch am Ende immer dann trotzdem nicht W-Keyt. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr häufig hatte, einfach immer so die letzten Runden, dass man die immer reinschuckt. Das passiert einfach sehr, sehr häufig und versucht das einfach zu vermeiden und mit eben, wie gesagt, einem Plan, den ihr euch von Anfang an schon für das ganze Tournament setzt. Damit sind wir auch schon mit den ganzen Tipps und Tricks durch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Schreibt natürlich gerne in die Kommentare, falls ihr noch weitere Tipps und Tricks habt, damit eben halt andere davon auch noch ein bisschen was lernen können. Ansonsten schreibt natürlich wie immer gerne Feedback in die Kommentare und dann hoffe ich, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.